Hallihallöchen zurück. Bei den letzten 5 Parts habe ich immer gesagt, hey ho Piraten oder arr, ein paar, das lasse ich diesmal weg. Ich sage einfach hallo und herzlich willkommen zurück, so wie ich das sonst auch bei meinen Let's Plays meistens mache. Wahrscheinlich ist jetzt der nächste Tag angebrochen. Wenn das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann sind gestern 5 Parts gekommen und das hier müsste dann der 6. sein. Also willkommen an einem neuen Tag, neuer Tag, neue Parts. Heute sollen theoretisch 2 Parts kommen. Ja, ich weiß, wenn man einmal 5 hatte, dann ist man verwöhnt. Genauso wie bei GTA 5, wo ich 10 Parts rausgehauen habe und die Leute dann am liebsten jeden Tag 10 Parts gehabt hätten. Und jetzt gerade werde ich irgendwie angegriffen. Warum auch immer, ich stand da doch nur rum. Ich habe doch nichts verbrochen, Leute. Ui, die sind ja richtig rabiat. Das kenne ich so aber auch noch nicht von dem Spiel. Dass sie einen da tatsächlich... Tja, mein Lieber. Da bringt der dann auch nichts mehr, da werfe ich einfach eine Rauchbombe. Die können wir nämlich im Notfall jederzeit neu kaufen und dann... Na gut, die wollen auch noch auf die Fresse. Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann ja. Aua! Hallo, ruhig. Ach, ist immer noch schön, schon seit zig... Also so viele Assassin's Creed Spiele gibt es noch nicht, aber gefühlt seit zig... Assassin's Creed spielen ist das immer so, dass die anderen Gegner immer nur zuschauen, während man die Freunde abschlachtet und dann darauf warten, dass man sie dann als nächstes abschlachtet. Das ist super. Funktioniert immer schon. So, wir sind da relativ im Zentrum von Havanna und wir könnten zum Beispiel hier Piraten retten. Oder aber da hinten aufräumen, das wollte ich eigentlich machen. Dass wir hier mal den Turm holen, dann da das, was haben wir da? Animus-Fragment, die Schatztruhe, dann noch ein Animus-Fragment und noch eine Truhe. Das wollte ich eigentlich machen und ich würde sagen, das machen wir auch. Das sollte nicht so weit sein. Dann holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt. Guck mal, 160 Meter. Nee, das ist gut machbar. So weit ist das ja dann nicht. Wir können auch hier hoch. Und dann über die Balkone weiter. Das war zumindest der Plan. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Doch. Ja, du brauchst dich gar nicht wundern. Ich mache nur eine kleine Klettertour. Ich bin so Freerunner, weißt du? So parkourmäßig. Ist bestimmt nicht verboten. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie da hochkommen. Also hier sieht es nicht so erklimmbar, besteigbar aus. Also, warte mal. Können wir die Palme hoch? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Nee. Dann müssen wir andersweitig hier vielleicht, oder? Nee, das ist auch glatt, oder? Ja. Irgendwo wird man schon hochkommen. Oh, ja, so Übungssoldaten. Aber es ist tatsächlich so, dass das hier relativ hohe Mauern hat überall. Und die Bäume kann man ja nicht so gut beklettern hier. Also, wo geht's rein? Hier über den... Hier rüber bestimmt. Guten Tag. Och, lasst euch doch nicht... Ich kletter doch nur ein bisschen. Warum auch immer sich die Frauen jetzt mit denen kloppen. So, ich glaube, die sind alle losgeworden. Dann kann ich ja vielleicht jetzt hier... Oh, warte mal, der hat was dabei. Munition. Und der andere auch noch daneben. Die nehme ich doch gerne mit. Danke, 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 danke. Zu freundlich. Zu freundlich. Also, nee, andere Richtung. Wir wollen da hoch. Immer noch. Gar nicht so leicht, aber hier müsste es gehen. Ja, hier sieht's gut aus.
Und jetzt einmal das Türmchen hoch. Ja, das ist Sperrgebiet, das macht aber nichts. Na, kommst du soweit? Ja, soweit kommt er. Aber jetzt hier hoch? Nicht mehr? Tatsache, hier will er nicht hoch. Ah! Okay, dann vielleicht hier? Ja, hier müsste doch gut gehen, oder? So, jetzt aber hier. Damit sind wir oben. Gar nicht so leicht zu beklettern manchmal. Und da müssten wir jetzt auch schon über die Hälfte der Aussichtstürme haben. Ich glaube, 5 von 8 haben wir jetzt schon. Haben wir Havanna bald komplett aufgedeckt. Ja, 5 von 8, genau. So, jetzt müssten wir ja hier auch noch die Truhe haben unten und eine Seite. Zumindest wird die mir hier irgendwo angezeigt. Da! Ein Fragment, ein Animus-Fragment. 5 Stück haben wir jetzt von den 15, die es hier gibt. Hier haben wir noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Nochmal ein bisschen Kohle. Und eine Rauchbombe. Und da hinten haben wir noch so eine Seite. Rennen wir jetzt einfach durch hier, durch das Gebiet. Ah, die ist aber oben. Können wir hier an dem... An der Säule hoch? Nein, an der Säule will ich hoch. Das funktioniert. Und noch ein Fragment. So, und damit haben wir jetzt 5 von 8 Aussichtspunkten, 8 von 20 Truhen. 3 von 7 Notenblättern und 6 von 15 Animus-Fragmenten. Also sammelmäßig machen wir uns ganz gut bisher. Und jetzt haben wir hier noch was aufgedeckt. Nämlich, das ist ein ganz großes militärisches Areal. Und da ist immer noch eine Truhe da unten. Die kann ich jetzt so alleine da natürlich nicht lassen. Denn dann ist das das Einzige, was hier noch fehlt. Und da die jetzt nur 70 Meter weit weg ist, holen wir die natürlich jetzt auch noch. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie ist das mit den Pistolen? Ah, ich kann die auch per Schnellschuss, ich muss gar nicht zielen. Also einfach, das war das mit dem Dreieck. Ich muss den einfach nur markiert haben quasi. Und dann kann ich einfach zack mit Dreieck denjenigen erledigen. Ach, guck mal, wir sind hier sogar... Ach so, das ist die Anlage, wo wir das Schießen geübt haben. Ja klar, dann darf ich mich eigentlich gar nicht sehen lassen. Nicht, dass die mich hier sehen und dann merken, oh shit, das ist der. Aua! So, Jungs. Ist ja lieb von euch, dass ihr versucht, mich hier aufzuhalten. Ihr macht ja auch nur euren Job, aber leider habt ihr euch da mit dem Falschen angelegt. So, wir laden mal nach. Soweit, so gut. Dann haben wir jetzt hier das Gebiet doch eigentlich auch... Genau. So, und jetzt könnten wir theoretisch doch eigentlich per Schnellreise uns fortbewegen, oder? Da habe ich einen Aussichtspunkt. Wie funktioniert das jetzt? Viereck, Schnellreise. Ja, ich möchte dahin. Und das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Dann sind wir nämlich gleich etwas weiter schon im Stadtkern und können dann direkt weiter. Dafür unter anderem decken wir ja die Karte auf, denn die Aussichtspunkte werden dann zu Schnellreisepunkten und dadurch können wir uns einfach in der Stadt viel schneller auch bewegen. Und ja, das ist immer von Vorteil. Zwar laufe ich auch manchmal gerne, es ist ja auch schön in der Stadt, aber ab und zu ist es vielleicht ganz klug, einfach per Schnellreise zu reisen. So, jetzt haben wir hier noch ein Animus-Fragment, da haben wir noch Truhen, also wir machen das auch noch. Jetzt haben wir hier eine unmittelbare Nähe, da auf jeden Fall, und hier auf jeden Fall erstmal dieses Animus-Fragment. Das ist ja quasi direkt vor meiner Nase irgendwo. Das muss ja hier irgendwo sein. Ach, da ist es ja unten. Okay. Also das holen wir uns auf jeden Fall, dann klettern wir wieder hoch und springen dann von dem Aussichtspunkt. Das ist ja immer so elegant, wenn man da runter springt. Ich würde gerne auf das Ding drauf. Ja, oder wir machen es so.
Kann ich denn von hier aus auch springen? Ja. Okay. Dann ist gut. So, jetzt sehe ich schon auf der Karte direkt die Truhe, die ich eigentlich sonst markiert hätte. Aber die ist hier ganz in der Nähe, das heißt, da laufen wir einfach so hin. Die Frage ist nur wieder, wo ist sie? Drinnen? In einem Haus? Oder eher auf dem Dach oben? Oder ja, eher oben, okay. Ich meine, dieser komischen Shanti-Seite, da muss ich ja sowieso wieder hinterherlaufen, oder? Wow! Ey, das war knapp. Also diese Seiten flattern einem irgendwie davon, warum auch immer. Sehr gemein. Aber jetzt habe ich sie gleich. Nein, es ist davon geflogen. Was für ein Bullshit. Ich bin doch wirklich schnellstmöglich hinterhergerannt. Aber okay, dann halt nicht. Dann holen wir uns aber noch die Schatztruhe. Ich glaube, es gab vorher schon mal so Sachen, die dann irgendwie weggeflogen sind, wenn man die holen wollte. Ich weiß aber nicht, damals war es irgendwas anderes. Ach so, die Truhe ist auch oben, ne? Moment. Ja, du kannst mir gerne hinterher, aber du kannst wahrscheinlich nicht so gut klettern wie ich, deswegen... Ich mach das dann mal. Bin da mal oben. Hallo, hängst du an der Wand fest? Das ist aber schade. Headshot! Ins Knie. Oh, warte, der lebt noch! Wie hast denn den überlebt? Ich würde gerne die Truhe plündern. Darf ich das jetzt gar nicht, weil ich gerade im Kampf bin, oder? Jetzt darf ich, okay. 10 von 20 Truhen haben wir damit schon. Und jetzt haben wir hier immer noch die Seite, aber die ist ja... Doch, da kommt sie wieder angeflogen. Und ich hab sie. Jawohl. Wunderbar. Gut, da haben wir die auch. Dann haben wir schon 4 von 7 von den Dingern. Und jetzt haben wir hier in unmittelbarer Nähe nichts mehr. Da hinten haben wir noch Sachen, aber da gehen wir dann irgendwann anders erkunden. Haben wir hier noch Piraten retten, das machen wir auch kurz. Ich meine, das muss sein. Die Piraten müssen gerettet werden. Immerhin müssen wir ja uns an den Piraten-Ehrenkodex halten, den es bestimmt gibt. So macht man das hier. Zack. Gut, da habe ich die Piraten natürlich jetzt auch mitgetroffen, aber das macht ja nichts. Zack, mein Lieber. Und du auch noch? So, ich habe euch befreit. Ich bin euer Held. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Schön, dass die Piraten einen alle kennen. Captain Kenway, sagen sie. Ja, ja. Ich bin bekannt in der Piratenszene. Und siehste, kaum rettest du hier Piraten, findest du auch schon wieder die nächste Truhe. Geht ja Hand in Hand hier. Also, dann haben wir jetzt hier in der Nähe... Ah, den Turm. Ja, dann holen wir den halt auch noch kurz. Ich meine, ich kann jetzt nicht dann sagen, okay, ich bin jetzt 40 Meter von ihm entfernt und gehe dann doch woanders. Man wird halt dann doch immer wieder abgelenkt. Ich will ja auch bald wieder Hauptstory machen. Ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass ich jetzt die ganze Zeit immer nur hier sowas mache. Aber es bietet sich halt dann immer an. Dann ist man hier, dann ist man da und dann gibt es wieder was. Kathedrale von Havanna. Okay, das wird dann gar nicht so einfach, die zu besteigen, glaube ich. Kommen wir hier einfach irgendwo hoch? Wahrscheinlich nicht. Oh, warte mal, hier funktioniert's. Ja, okay, dann hier weiter. Und hier, ja, das sieht gut aus. Und da hoch. Also er kann gut klettern, das muss man sagen. Ich glaube, es könnte sein, dass wir es hier sogar hoch schaffen. Ja, 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 wunderbar. So, und jetzt muss ich ja nur noch auf den Turm da. Hat was von der einen Kirche in Assassin's Creed, ich glaube 2 war es, oder war es Brotherhood, keine Ahnung, wo man auch hier so einen Nebenturm noch hatte, neben der einen Kirche. Der war aber sehr schwer zu erklimmen, es war glaube ich sogar der höchste Turm.
So, jetzt aber synchronisieren. Und das Problem ist, dann deckst du damit wieder neue Schätze und Bomben hier und Blätter und sowas auf, aber das mache ich jetzt nicht. Auch wenn die jetzt hier ganz in der Nähe sind. Wir gucken jetzt nur auf die Karte, weil ich meine, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich drumherum wieder ganz viel freigeschaltet. Aber ich kann mich jetzt nicht hier von Freischaltung zu Freischaltung hangeln, auch wenn ich da gerade Lust drauf hätte. Ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen Hauptstory machen, deswegen laufen wir jetzt mal dahin. Wir könnten auch die Schnellreise zu dem nehmen, aber es dürfte nicht so weit weg sein. Das sollte man, ja, 160 Meter schaffen wir auch noch zu Fuß. So, 70 Meter. Ist nicht mehr weit. Ach, guck mal, da ist sogar eine Truhe jetzt. Dann kann ich aber jetzt nicht sagen, dass ich die... Also komm, dann muss ich ja jetzt holen. Oh, ich wollte gar nicht die Bombe werfen. Ich wollte eigentlich nur schießen. Aber ich hatte dann die Bombe ausgewählt. So, jetzt habe ich die Pistole ausgewählt. Und die musste ich jetzt auch noch mitnehmen. Dieses Fragment musste ich jetzt auch noch mitnehmen. Das war zu nah. Um es da liegen zu lassen. So, und da haben wir dann die nächste Mission. Die Frage ist jetzt nur, nehme ich die jetzt noch an oder den Mann, den sie den Weisen nennen? Lass mich ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Je nachdem dauert es sonst zu lange jetzt. Ich gucke mal eben. Okay, ohne gemein sein zu wollen, ich weiß, das ist jetzt gemein ein bisschen, aber wenn ich jetzt noch die Mission anfange, je nachdem wie lange die dauert, wird das sonst zu lang. Deswegen cutten wir jetzt hier und machen dann beim nächsten Mal direkt mit der Mission weiter und danach den ganzen Rest. Bis dahin, alles Gute, einen schönen Tag, beziehungsweise der nächste Part kommt ja auch noch heute, also ist egal, bis nachher. Euer Walle, bye bye.